Hallo liebe Teens, richtig schön euch zu sehen. Heute wollen wir uns gemeinsam Markus Kapitel 7 anschauen und ich hoffe, du hast es zuvor gelesen, denn das hilft dir, das ganze Markus-Evangelium in dem ganzen Zusammenhang einfach besser zu verstehen. Markus Kapitel 7, dort erleben wir wieder unseren Jesus. Und dieses Mal erlebst du Jesus das erste Mal aufgebracht. Ja, Jesus hatte Momente, wo er aufgebracht war, wo er wütend war. Und worauf war er eigentlich wütend? Er war wütend auf die Menschen, die anstatt Menschen zu helfen, Menschen ausgenutzt haben. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Menschen begegnest, die dein Wohl nicht im Blick haben, die dir nichts Gutes wollen, sondern die dich ausnutzen wollen. Und die Pharisäer, das sind die damaligen geistlichen Leiter bei den Juden gewesen. Die waren für die Gottesdienste zuständig und sie haben auch aus dem Wort Gottes gelehrt. Also damals gab es ja nur das Alte Testament, ne? Nicht das Neue Testament. Das wurde ja erst später geschrieben. Also das, was wir uns gerade anschauen, das Markus-Evangelium, das gibt uns ja nur einen Blick auf das, was Jesus erlebt hat zu seiner Zeit. Und daraus konnten die Pharisäer ja noch nicht lehren. Also das ist wie eine Beschreibung dessen, was die Jesus nachgefolgt sind, was sie mit Jesus erlebt haben. Und hier lesen wir jetzt in Markus Kapitel 7, dass Jesus von diesen Pharisäern herausgefordert wird. Sie sagen nämlich, hey Jesus, ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Jünger sich die Hände nicht waschen, bevor sie essen? Und Jesus so, das ist mir aufgefallen. Wo ist das Problem? Liebe Eltern, nicht zuhören, das ist jetzt wirklich nur für die Teens. Ja. Was will Jesus den Pharisäern eigentlich sagen? Er sagt, wisst ihr, ihr konzentriert euch auf das Falsche. Ja, es wäre gut, wenn sie ihre Hände waschen würden, aber darum geht es doch gar nicht. Was dein Herz wirklich verunreinigt ist, wenn du diese negativen Gedanken denkst. Ja? So, und deswegen erklärt Jesus seinen Jüngern auch später und sagt, nicht das, was ihr esst, selbst wenn ihr mit dreckigen Händen essen würdet, das verunreinigt euch. Damit hat Gott überhaupt gar kein Problem, sondern das, was ihr sprecht, eure Worte, die verunreinigen. Ja, und wie können Worte verunreinigen? Na, ganz einfach, indem du Dinge über dich aussprichst, die Gott überhaupt nicht über dich denkt. Wenn du sowas sagst wie, oh, ich bin so hässlich, keiner liebt mich, keiner mag mich. Oder aber deine Aussagen sind gegen andere gerichtet. Du fängst an, über andere zu lästern. Guck dir die mal an, was für ein Outfit hat die an, das geht ja gar nicht. So, diese Dinge verunreinigen unser Herz und die verunreinigen unsere Freundschaften. Und davor warnt Jesus, sagt, darauf solltet ihr achten. Und dann erklärt er was ganz Cooles. Er sagt nämlich, das, was im Herzen ist, also das, was du glaubst, was du in deinem Herzen verankerst, davon geht der Mund über. Also du kannst dir vorstellen, dein Herz ist wie so eine Wasserquelle. Also das, was du in deinem Herzen denkst, was du in deinem Herzen, dein Herz ist wie so eine Vorratskammer. Alles, was du da reinsteckst, das kommt irgendwann raus. Ja, genau. Und deswegen heißt es in Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, über alles, was du schützen und bewahren könntest, bewahre dein Herz. Ja, wie kann ich denn mein Herz bewahren? Das ist eine sehr gute Frage. Dein Herz bewahrst du in dem Sinne, dass du jedes Mal, wenn du merkst, dass du negative Gedanken denkst oder negative Gedanken, also Worte, die andere zerstören wollen, die Menschen nicht ermutigen, sondern erniedrigen, dass du solche Gedanken und Worte, dass du da sagst, halt, stopp, das will ich nicht denken, das will ich nicht aussprechen. Ich habe verstanden, dass ich durch meinen Glauben an Jesus Christus ein neuer Mensch geworden bin
Und ich trage ja das Wesen Gottes in mir. Das haben wir ja schon verstanden, Teens. Wir haben ja schon verstanden, dass Jesus nicht nur für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, sondern dass dort auch ein Austausch stattgefunden hat. Ja? Also Jesus hat nicht nur für deine Sünden bezahlt, sondern er hat auch den Sündenbaum, die Natur der Sünde, das, was Sünde hervorbringt, hat er auch ans Kreuz genagelt. Und im Austausch hast du seinen Geist bekommen, hast du sein Wesen bekommen. Wie cool ist das denn? Das heißt, du kannst so wie Gott gute Gedanken denken und gute Worte zum Ausdruck bringen. Und das ist vielleicht auch gleich schon eine richtig gute Challenge für diese Woche, dass du sagst, okay, ich werde diese Woche Wächter an meinem Herzen sein und Wächter an meinem Mund. Ich achte darauf, was passiert eigentlich, wenn ich Gutes über mich denke, Gutes über andere denke, Gutes über mich ausspreche und Gutes über andere ausspreche. Und vergiss niemals, deine Worte sind wie Samen. Ja? Markus Kapitel 4, das haben wir schon gehört. Ne? Deine Worte sind wie Samen. Also sähe Gutes an, damit du gute Frucht erntest. Zur nächsten Woche lesen wir Markus Kapitel 8. Ich wünsche euch eine richtig gute Woche. Bis bald. Ciao.